Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir sind hier immer noch in Celines Web und ich habe vor, hier jetzt noch mal ein bisschen weiter nach einem Schlüssel zu suchen. Den brauchen wir definitiv, um durch diese eine Tür zu gehen. Das sehr stark danach aussieht, als wäre da unser Questgegenstand. Ja. Fand ich sehr gut. Hat sehr viel gebracht hier der Weg. Bin auch wirklich weit gekommen. Also jetzt können wir sicherlich die Tür aufmachen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Tür jetzt aufgeht. So viel wie ich da mitgenommen habe. Sind wir jetzt richtig? Was? Ach, hier ist Wasser und da kommt schon die Spinne. Natürlich. Und 49 Gold. Immerhin werden wir reich. Wir gehen aber zuerst. Danger Training Area. Okay. Ich würde sagen, vielleicht einmal kurz ein Safe Game auf die 2. Immer diese Spinnen. 63 Gold. Immerhin, die Spinne hat sich gelohnt. Ach ne. Die hat nichts und die hat wahrscheinlich auch nichts. Wir gehen mal hier rein. Ach ne, direkt auch wieder zwei. Warum müssen das immer Spinnen sein? Ah, da ist noch eine. Nein. Komm. Hallo. Ich will mich bewegen. Oh, nochmal. Ah, sind beide tot, okay. Und nichts. Und 35 Gold. Bin jeder Spinne dankbar, die mir Gold gibt. Hier 14. Nichts. Hat nichts. Warum sind hier so viele Spinnen? Oh, und da kommt schon die nächste. Warum müssen das immer so viele auch sein? Ah, da ist schon wieder eine. Nein. Manchmal die Heiltränke sind echt für den Arsch. Mal schauen, wo ich immer so Tränke kriege. Jeder Raum ist hier miteinander. Hä? Okay, doch nicht. Ach nee. Ja, komm schon. Wir brauchen dringend diesen Trank, der mich wieder bewegen lässt, wenn ich so mal getroffen bin. Von einer Spinne. Ah, und hinter mir ist auch noch mal wieder einer. Also noch einer an, die hier ist irgendwo. Da.
Muss ich hin, hä? Jetzt erstmal hier hin. Ist ja alles ein Labyrinth. Hallo. Immerhin gibt's hier Gold. Und Mark und Mace. Oh. Digga. Das sieht auf jeden Fall nach einem richtigen Weg aus. Oh. Wo kommst du denn? Und warum glitschst du immer weg? Hör auf zu glitschen. Der ist aber auch anders glitschig. 3 Gold, wow. Sonst nichts, was ich brauchen könnte. Wie viele Health Potions haben wir jetzt noch? Wir haben jedenfalls jede Menge verloren. 58. Was ist denn jetzt los? Hallo? Das Spiel ist mir jetzt, glaube ich, abgestürzt. Ein Moment. So, da bin ich wieder. Das Spiel ist mir ja gerade abgestürzt. Und ich habe den aktuellsten Stand hier nochmal runter, also nochmal geladen. Das heißt, den ganzen Weg dahin müssen wir nochmal von vorne irgendwie finden. Das heißt, alles, was wir bis jetzt gesammelt haben, ist weg. So, schnell wieder heilen. Ist mir dann aber jetzt auch egal, weil wir wissen jetzt wohin. Und das war möglichst weit Richtung Süden da irgendwie. Ja, scheiß Spinnen. Ja, bleib weg von mir. So. Sabber brauchen wir nicht. Müsste jetzt hier sein, genau. Ich würde sagen, hier machen wir nochmal einen kleinen Savegame auf die 3. Dass wir dann direkt hier starten können. Und drauf gehen. Aber dann immerhin hier Savegame 3. Dann sind wir wenigstens hier. Schnell. Ja. So. Wo ist denn der? Digga. Die sind ja echt für den Arsch, die Heiltränke. Wo ist denn der hier auf uns ballert? Ah, jetzt glitscht er nicht mehr. Schnell heilen. Ja. Aber diesmal 25 Gold hat er. Sonst nichts. So. There is a little dust here and the footprints that exist are these of humanoids running to toward this wall and jumping.
Das heißt, wir müssen springen. Oh. Na, Tatsache, ja. Geil. Dann nehmen wir mal den Schlüssel ganz schnell. Wenn es mal funktionieren würde. Komm. Ja, Diamond Key, nice. Ganz schnell nochmal Safe Game machen. Machen wir auf die 2. Und dann den Weg hier wieder rausfinden. Ach du schon wieder. Immer diese scheiß Barbaren. Gleich jede Menge Gold wieder los. Wegen Heiltränken. So. 50 Gold. Und hier irgendwo ballert jemand um uns. Dann gehen wir lieber weg. Da war Saba. Dann schnell nach Norden. Hier gibt es keinen Weg, keine Tür. Da kommen bestimmt wieder Spinnen. Eine Tür. Tür. Was wird das? So. Genau hier war das. Ich hoffe, dieses Mal klappt es. Keine Spinne, keine Spinne. You open door with a diamond key. Nice. Und? You have found the jewel, the so-called Heart of Selene, that will protect the people of Eldenroot. You have only to bring it to the ruler there. Nice, haben wir. Aber sonst gibt es hier nichts. Sonst keinen weiteren Schatz. Okay. Nur rein theoretisch als Frage. Könnten wir das eigentlich auch alles, was wir gesammelt haben, einfach an irgendeinen Händler verkaufen, verticken? Nicht, dass ich das vorhätte, aber nur so als Info, ob es überhaupt auch möglich wäre. Dass wir hier einfach mal sagen, hier, wir wollen kein Held sein, wir sind lieber so ein Arschloch, der hier dafür verantwortlich ist, dass die Welt hier weiterhin von Jagathan tyranniert wird. Keine Ahnung, dass das überhaupt ein richtiges Wort ist, was ich da sage, aber Tyrannei erfährt von Jagathan. Ich habe keine Zeit für dich, was auch immer da rausgekommen ist. Raus! An dem kommen wir eh nicht vorbei. Was ist jetzt hinter mir? Nix. Und er hat auch nichts. Nichts. Ist das jetzt der richtige Weg? Ja, sieht so aus. Dann rechts halten und dann wieder rechts und dann wieder links. Spinnen müssen das immer so viele sein. 49 Gold. Da sind schon die nächsten zwei. Nothing. Nothing. Und Potion of Health. Weg von mir. Will ihr doch nur raus. Das müsste schon der Ausgang sein. Ne? Ja, hier geht's raus. Warte mal. Falls wir das nicht überleben sollten,
mal kurz ein Save geben. Auf die 3. Weil wir haben immer noch hier Degrees. Und es kann vorkommen, dass wir vielleicht das nicht überleben. So, Elden Root. Müssen wir wieder zurück. Ja, based on the current weather, it will take 2 days to travel here. The total distance is 80 kilometers. You should arrive by Mondas. Ja, komm. Considering your condition, you may not survive this journey. Do you wish to attempt the journey? Ja, wir haben ja gespeichert. Falls wir drauf gehen. Und wir haben es überlebt. Ja. You have arrived in the city Eldenroot in Wallenwood Province. The date is... Hä? Zwei Nachrichten? Was jetzt? Hä? Wieder rein. Moin, du, sag mal, jetzt, Nearest Temple, wo ist es? Nearest Temple, da. It's easy, so shout you, Aramian Wislek says, inscript. Ah, perfekt. Bester Mann. Danke dir. Wo ist es? Enclave of Justice. Oh. Da haben wir den Tempel. Ja. Ganz, ganz schnell heilen. So. Moinsen. Cure. Siehst, 593 kostet das hier. Haben wir sonst noch irgendwas? Less. Oder das? Ne? Heal. Ah, okay. Bin fully healed. Gut. Dann können wir ja auch zum nächsten Shop gehen und dann mal also zum Waffenladen. Wo ist denn der? Magiergilde. Mal schauen, ob der da irgendwas aus Ebenerz verkaufen hat. Jetzt sehe ich hier keine. Haben wir hier bisher überhaupt mal richtig was gemacht gehabt? So, komm, sag mal, wo ist nearest store, komm, sag mal. Southwest of here, okay. Southwest. Diesen Weg Richtung. Bestimmt hier drin, ne? Ja. Scheiße, hier komme ich gar nicht mehr raus, ne? Egal, kann doch nicht sein. Hä? Natürlich, das ist auch die Sackgasse hier, ey. Ich suche mir einen anderen. Ich gehe hier nicht rein. Das ist schon mal eine Tabelle. Hier, Holde Maid, warten Sie mal bitte. Sag mal, nearest store. West of here. Okay. Ich gehe aber mal darum. Da können die mir gleich sagen, wo es ist. Beziehungsweise kann ich sogar vielleicht selber sehen. Komm, du da. Hallo. Junge Dame. Nearest store. I will check the east of here. Also hier irgendwo zwischen. Ah, da haben wir's. Da ist der Waffelladen. You enter Legolas Quality Merchandise. Das, was Legolas aus sich gemacht hat, nachdem er hier mit Frodo die Welt gerettet hat. Mittelerde gerettet. So, erstmal, wir wollen Sachen verkaufen. Was ist das? Nein, den anderen wollen wir dann. Genau. Den
30 Gold. Ja, genau. Power Shield. Auch 37 Gold. Oh, echt. 9 Gold. Schade. Ja. Ja, komm, das nehmen wir an. Dann hat man noch hier Crystal. Ja. 1087. Ich glaube auf jeden Fall. Sell. Da kommen die normalen Races. Können wir verkaufen. 2137. Lade. Sonst noch irgendwas? Welt. Welt geht auf. Und Welt. In der Welt haben wir nur einen. Okay. Und den Turm. Dann hat mich hier noch ein paar Potions, von denen wir keine Ahnung haben. Muss hier noch tauschen. 25. Was hat er jetzt aber zu kaufen? Hier hat er nichts. Und hier. Hier muss er noch was haben. Alles klar. Ja, dann gehen wir mal raus. Und gehen dann zur Magiergilde. So, dann wir müssen dafür, glaube ich, nach Osten. Magiergilde. Wo sind die genau? Ah, da kommen wir schon an. Hier an dem hier vorbei und dann jetzt links. Da haben wir die dann. So. Hier ist kein Magier. Hier ist ein Magier. Moin. Sag mal, habt ihr hier irgendwelche magischen Items? Ebony Tor haben wir aber, glaube ich, schon, oder? Warte mal. Gucken wir mal Ebony Tor. Ob wir den schon haben. Hä, warum ist Endurance so niedrig? Wo kommt das denn? Ebony Tor haben wir. Woran liegt es, dass hier Health, das hier auf einmal so minus ist? Oder hier das hier auch minus 2? Woran liegt es? Hatten die doch auch geskillt gehabt, oder nicht? Aber Strength hier auf einmal 90? Hä? Versteht aber nicht. Egal, wir wollten jetzt auch noch hier mal gucken. Da brauchen wir 51. Okay. Potion of Healing. 51. 2550. Also, okay. Angemessen. So, was hat er eigentlich noch für Potions? Little Cold, Little Fire, Little Cold Shock. Heal True, Levitation, Resist Poison, Free Action, Pure Poison, Invisibility, Verification. Keine Ahnung. Aber die haben halt hier jetzt kein Dingens gehabt. Von den EBS-Dingern, die wir brauchen. Ich würde sagen, wir schauen mal jetzt, wo ist denn der.
Da müssen wir jetzt auch noch hin. Und dort hier die. Warte, war denn das da? Nee. Der Palast müssen wir ja jetzt die Bestie abgeben. Da im Norden. Okay. Ich finde es schade, dass wir irgendwie selten so magische Ebenerzdinger finden. Soll ja die beste Rüstung hier im Game sein. Deswegen wäre es echt schön, wenn ich die mal komplettieren könnte, vervollständigen. And my people all are dead, we cannot begin to pay, Max Deus. You have given us a new hope, and for that we are eternally grateful. Come and stand before me, Queen Olandra, gently unrolls an ancient scroll, then takes a light Ether pen and inscribes the location of the Elven Grove, somewhere in the Wildwood province, into your map. Nice! Schauen wir mal, wo Elden Grove ist. Soll ja hier sein. Elden Grove. Da! Da haben wir es. Aber ich würde da noch nicht jetzt hingehen, sondern erst einmal. Warte mal, suchen wir uns noch mal hier. Nicht Metzger, ich wollte schon fast Metzger wirklich sagen. Und Thor. Doch, West of hier. West. Ich habe eine Vorahnung, wo die sein könnte. Nein, das ist eine Taverne. So. Southwest. Wie weit südwestlich soll ich noch umgehen? Dran vorbei. Ob das ein Store schon? Oder? Aber wir fragen den hier auch nochmal. Hier ist Store. Ah, geil. Geiler Typ. Ja, Legolas Quality Merchandise, da sind wir schon wieder. Wie viele haben die an solchen Shops? Where is Equipment Store? Ah, okay. Und doch ein paar mehr. Müssen wir bei ihm unsere Sachen halt reparieren. Nochmal. Und her. Geben wir ihm alles ab. Nein, nein! Ich wollte schon wirklich fast meine Boots hier verkaufen. Oh. Das wäre dämlich gewesen. Schauen wir mal, ob im selben Gebäude noch irgendwo einer ist. Im selben Gebäude ist jetzt einer. Schade. Ein weiterer. Where is Equipment Store? Ah, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Northwest. Frag mal alle einmal durch. Auch auf hier, okay.
Moinsen, du sag mal, wo ist denn das hier? Doch, wer ist doch hier? Okay. Wenn wir nämlich beide hier markiert haben. Aber, nee, doch nicht. Du sag mal, wo ist denn das hier? Ah, geile Sau. Geile, geile Sau. Ach nö. Da. Und. Wo war denn der andere jetzt? Hä? Und da. Ach du Scheiße. Da habe ich mir aber auch zwei gute ausgesucht, ey. Wo ich meine Waffen hier lagere. Das hier der? Hoffe. Na? Repair. Ja, 3 Gold, 10 Tage, geht klar. Alter, Gold, ja. Was hat der eigentlich im Sortiment? Hier nichts. Ja, nur Elfendinger, aber warum nicht? Okay, aber wir wissen, wo unsere Sachen sind. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge warten wir die 10 Tage ab und gehen dann los nach Eldengroot oder wie das jetzt hieß. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.